Moin Moin und willkommen bei Sims & Tino. Ja, willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge, würde ich auch mal sagen. Und wir sind hier noch im Restaurant vom letzten Mal. Und Henrik, bezahlst du mal? War ja ganz cool eigentlich, wir haben das ja genossen und ja. Jetzt gehen wir mal nach Hause, würde ich sagen. Wenn ich ein bisschen krank klinge, ich kann nichts dafür, ich bin tatsächlich ein bisschen krank. Und fragt mich nicht was, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie bin ich krank. Okay, sie baut gesellig auf, cool. Also ich weiß nicht, irgendwas habe ich auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt mal nach Hause. Es kann sein, dass ich mich öfter mal kurz stumm schalte, beziehungsweise einen Cut mache, Nase putze und so weiter. Jetzt auch. Ja, sorry, aber was soll ich machen? Ich muss öfter mal einfach auf Pause drücken. So. Und das ist irgendwie immer noch komisch gemacht, dass der dann direkt, oder dass sie in dem Fall dann schon direkt da ist, ne? Eigentlich müssten ja beide erst noch am Eingang stehen. Hendrik, du brauchst ein bisschen Spaß. Spaßi. Dann studier mal deine Gegner. Das kann man auch am Fernseher machen. Denn dann bekommst du hoffentlich... Oh, du musst ja gleich schon los, ne? Dann studierst du keine Gegner. Sorry. Dann seh dir das an. Okay, kannst du nicht. Egal. Du gehst gleich zur Arbeit fertig. Und du gehst gleich duschen. Ah ja, ihr seid noch ein bisschen in der Schule. Yay, ihr könntet tatsächlich befördert werden. Cool. Ihr werdet Zweiergrundschüler. Das ist ja cool. Ja, also da lege ich Wert drauf. Und ich habe mir auch überlegt, dass wir vielleicht mal die Bestreben abschließen. Ich würde ja gerne mal wissen, was man dann bekommt. Was ist das Bonusmerkmal? Körperlich begabt. Ich habe vor, dass wir mit ein paar Sims was abschließen. Und soll ich euch was erzählen? Ich habe eine Umfrage erstellt. Ich weiß ja, ob ihr die gesehen habt. Auf jeden Fall habe ich die schon ein bisschen geteilt und ein paar haben da schon mitgemacht. Und zwar... So, sorry, mein Hund hat gerade gebellt. Ich muss kurz Pause machen. Weiter geht's. Ich weiß nicht, wo ich war. Genau, die Umfrage. Und zwar hole ich die mal kurz raus. Die wollte ich ein bisschen mit euch besprechen. Kurz. Ganz kurz nur. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die geteilt habe. Ist auch schon länger her, dass ich die mal geteilt hatte. Und eine Google-Umfrage einfach über Google Drive. Mein Let's Play-Antworten. Genau, da gab es einige Antworten. Und zwar, wie viele Folgen lang soll ich eine Familie spielen? Da hat 5 Folgen gewonnen. Das heißt, wir spielen dann immer 5 Folgen lang eine Familie hiervon. Und dann wechseln wir das eben immer ab. Und dann wieder 5 Folgen die andere. Und dann wieder hier 5 Folgen. Yannick soll. Und Yannick ist ja der offene Sim. Da habe ich keine Geschichte definiert. Yannick, also der eine, den zeige ich euch gleich, soll als Kind in eine WG ziehen. Das habt ihr gewotet. Ihr hättet auch voten können, als junger Erwachsener das Haus verlassen und so weiter. Habt ihr nicht, ihr habt als Kind in eine WG ziehen gewohnt. Genau, das ist... Ja, ihr sollt... Wir wollen eine in der Welt bereits existierende Sims benutzen und zu einer WG zusammenstellen. Wie zufrieden bist du mit der Länge von meinem Let's Play-Videos? Alles okay. Das heißt, den Yannick wollen wir als Kind hier rausschmeißen. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, dass wir den jetzt hier rausschmeißen. Wir könnten das heute machen, aber irgendwie bin ich da noch nicht so überzeugt von. Wie kommt ihr darauf, dass wir den Yannick einfach rausschmeißen? Ich verstehe es irgendwie nicht so, ne? Stimmt, du könntest mal einigermaßen wichtige Berichte schreiben. Aber okay, dann haben wir vielleicht eine WG. Oder wir sagen, dass die WG von Alina und Leo ist, ne? Also Alina und Leo sind ja die Sims, die wir schon spielen. Das ist ja die zweite Familie. Das hier sind ja die Laura und Hendrik. Und Alina und Leo sind die zweite Familie. Ne? Könnten wir auch so machen, dass Yannick da einzieht. Wollen wir das machen? Weil ich nehme hier ja gerade Folge 39 auf. Müsste ich zumindest. Und... Annika hat ein Bild, ja, genau. Und das wäre auch cool, oder? Weil die spielen wir ja eh immer. Abwarten. Ja, meine Güte. Klassenkameradin Veronika. Ja, meinetwegen. Hat etwas in der Schule mitgehen lassen. Ernsthaft? Was? Ah, okay.
beginnt bald. Wessens Geburtstagsparty? Ach, die vom, vom Tim. Oder was? Genau. Stimmt, wir wollten den Tim, glaube ich, altern lassen als Teenager. Und zwar sollte der Tim als Teenager ausziehen. Stimmt, dann könnten wir heute zwei Sims rausschmeißen. Wollen wir das machen? Yannick, das hier ist der Yannick übrigens, ne? Hier, Yannick. Der hat übrigens, glaube ich, gerade was mitgehen lassen. Habe ich richtig gehört? Nee. Das war ein anderer. Das hier ist der Yannick und dann lassen wir den jetzt ausziehen. Ja, okay, gut. Dann gehen wir mal nur zur Welt und verwalten. Der zieht jetzt zu Alina und Leo und genießt dort das Leben erstmal. Aber ja, meine Güte, ich weiß, ihr habt dafür gewotet, ne? Ich habe das jetzt nicht entschieden. Ihr habt dafür gewotet. Und zwar nach Mount Komorebi. Da ist es doch. Family, nee. Mein Let's Play. Wo bist denn du, Yannick? Da. Gut, bis dann. Ist der was? Clown und einfach 20.000, sag ich schon, 2.000. Ach komm, was soll's. Die haben gute Jobs, nur so zur Info, deswegen. Also, ziehen wir denen das einfach ab. Ja, die haben viel zu viel Geld, das brauchen die gar nicht. Ich bestimme, wie viel Geld hier wer hat, also. Nein. Aber wir sind gerade ein bisschen knapp bei Kasse, wobei wir das gar nicht so sind. Wir haben heute noch nichts abgeschickt an eine Lehrperson. Okay. Was mit dir? Okay. Aha. Gut, wer ist denn das? Veronika. Ah, die Förster. Die haben wir erstellt im Livestream. Kannst du bitte mal deinen Hut abziehen? In der Kinderbetreuung per Cheat. Kann man den eigentlich mal was anderes anziehen? Es sei denn, das geht nicht. Öffentliches Ansehen. Ich will das mal ausprobieren. Geht das? Ja, jetzt The Newcomer. Wollte ich nur mal ausprobieren, ob sowas geht. Gut, ja, Tim, heute ist dein Geburtstag, ne? Ah, da wird der Henrik alt. Also älter. Ah ja, ein paar werden da älter und so. Alles verteilt. Schön. Geburtstagsparty. Ah, genau, wir feiern im Familienhaus. Stimmt, wir feiern nicht hier im Elternfreundhaus, wir feiern im Familienhaus. So, wer hatte gute Noten? Dreier, Zweier. Ach, du bist Zweier. Was hast du denn für Fähigkeiten? Und du, was brauchst du denn, um das zu schaffen? Auf einem Spielturm? Du möchtest was anderes. Okay, ihr spielt da fleißig. Das ist schön. Und Laura, was machst du? Du schreibst, oder? Ja. Gut, und dann könnten wir bei dir nochmal uns um das Bestreben kümmern. Eigentlich wollte ich mit dem Henrik heute nochmal ein bisschen das hier leveln, aber irgendwie kommen wir da nicht zu, weil er jetzt bei der Arbeit ist. Und Arbeit ist wichtig, damit er auch befördert wird heute. Dann müssen wir ein paar Kinderaktivitäten machen. Vielleicht kaufen wir den Kindern einfach mal ein paar neue Sachen, oder? Dachte ich mir jetzt so. Ein paar Aktivitäten. Irgendwie ist mir das Haus so weiß geworden. Ich mag dieses Haus so nicht mehr. Das Elternfreundhaus Original gefällt mir irgendwie viel besser als dieses komische, lieblos dekorierte Nachmache. Ja, die hat mich gemacht. Ich weiß, weil ich halt nicht Elternfreunden anspielen wollte, sondern ab ins Schneeparadies. Und dann wollte ich halt das Elternfreundhaus zu einem ab ins Schneeparadieshaus umwandeln. Aber irgendwie ist mir das nicht so gelungen, würde ich sagen. Och, ich wollte die Puppe doch nicht verkaufen. Ich wollte doch die bloß verschieben. Gut, dann kaufen wir eine neue. Hier unten, auch da haben wir schon eine, okay. Ja, oft habe ich das Zeug schon, ja klar. Die Küche könnten wir auch nochmal irgendwo hinkaufen. Ich habe kein Move Objects an, warum kann ich das machen? Weil das mal wieder irgendwelche komischen, verbuggten Objekte sind. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen Ratten-Gameplay machen. Oder was hatten wir hier zuletzt gekauft? Nee, eigentlich wollte ich hier keine Ratte, sondern... Wo gibt's die überhaupt? Eigentlich wollte ich ein anderes Haustier haben. Hier gibt's die doch bestimmt, oder? Nö, wo gibt's denn die? Hm, doch, da. Ach, ich bin manchmal einfach blind. Nee, keine Ratti, sondern Hamsterli. Genau, ich will mir auch noch einen Mod installieren. Dass ich noch mehr Kleintiere zur Verfügung habe. Das wäre cool. Dann nehmen wir mal das hier. Du könntest ihn mal füttern, oder?
Wovon bist du gelangweilt? Komm, beweg dich. Geschmackloser Fraß, okay? Keine Ahnung, was sie meint. Geburtstagsparty fängt bald an. Yay! Los geht's, würde ich sagen. Okay, geil. Genau, jetzt ist Geburtstag vom Tim. Und wir gehen jetzt ins Familienhaus. Habe ich gebaut in der Speedbuild-Reihe 5 Folgen lang. Link in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein. War eine coole Reihe. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, ne, ihr wisst ja, ich mache ja immer Hälfte Let's Play, Hälfte Let's Build und so weiter. Kennt ihr ja. Können wir jetzt hier gar nicht rein? Doch an Tür anklopfen. Alles klar, dann klopf mal, Hendrik. Genau, cool. Und du wärst der Geburtstagssim? Bist du der Geburtstagssim? Wo brennt's? Och nö, och nö, och nö, och nö. Wo brennt es denn? Brand im Familienhaus. Hä, wo brennt es? Ich will den Brand sehen. Irgendwo muss ja ein Brand sein. Wo? Wo brennt es? Wo? Ich höre es aber schon mal. Hören ist schon mal gut. Ist das verbrannt? Nee, das ist noch gut. Sorry, dass ich kurz auf Pause mache, aber ich will halt den Brand entdecken. Brennt es im Keller irgendwo? Unwahrscheinlich. Oben? Hä, wo brennt es? Wo brennt es, verdammt nochmal? Dann sagt mir wenigstens wo. Hä, ich find's nicht. Bin ich blind? Ist es oben? Ist der Brand oben? Brennt es oben? Da brennt es, na klar. Ruf mal die Feuerwehr an. Och nö. Brand beim Geburtstag oder was? Och, jetzt alles durcheinander, wisst ihr? Fataler Fehler. Ist schon wieder alles gut? Okay, scheinbar. Gut. Ah, scheiße, ey. Sorry, aber ist doch so, oder? Ist doch so, oder nicht? Oder nicht? Wer ist denn überhaupt der Geburtstagssim? Ich weiß nicht mal, wer hier Geburtstag hat heute. Ich glaube, das war. Ja. Wer? Wer war das jetzt? Bist du Catering? Ja, du machst Catering. Komm, dann kochen Kuchen. Oh. Oh, ich habe die Küche nicht auf Funktionstüchtigkeit geprüft, fällt mir gerade ein. Ich hoffe mal, dass die Küche voll funktionsfähig ist. Das kann ich nämlich nicht garantieren. Ich habe nämlich. Oh, prominente Gäste sind hier da. Warum hat die plötzlich einen anderen Nachnamen? Warum? Ach du Scheiße. Dann räumen wir erstmal auf. Ja, ich habe hier ein bisschen Unordnung reingemacht. Das ist wahrscheinlich ein Problem. Und dann koch noch mal einen Kuchen. Ich befürchte, dass ich das Haus einfach komplett verbuggt habe, oder? Ja, aber cool, oder? Heute machen wir hier richtig fette Party. Und Hendrik geht hierbei. Ey, ernsthaft, Hendrik? Komm, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, Uni haben wir jetzt genug Gameplay gehabt letztens, ne? Ach, ich will nichts mehr mit Universitäten zu tun haben. Nee, nee, nach diesem Skandal, nenne ich es mal letztens. Schwimm mal Runden. Tim, was machst du? Warum bist du so traurig? Oh nein, du bist müde. Ich muss cheaten. Ich muss cheaten, weil er ist der Geburtstagssim und er darf nicht einschlafen. Yay! Alina Herbst ist die Entertainerin. Yannick, lernen die doch schon mal kennen. Ah ne, Yannick ist ja schon da. Genau, das ist hier Alina. Und wo ist Leo? Leo kennen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Genau, Alina und Leo sind auf jeden Fall die Sims, wo der Yannick eingezogen ist. So. Und die macht hier schon fleißig Musik. Das kann sie aber besser, das weiß ich. Das dulden wir nicht. Hör auf damit. Nein, das dulden wir sehr wohl. Du setzt das fort. Das muss sein. Nein, du gehst jetzt nicht. Ich setze sie kurz zurück. Komm, bitte setz ihn fort. Okay, dann kaufen wir ihr eben ein Merkmal. Wir müssen hier nämlich jetzt kochen. Und das will scheinbar das nicht. Die wollen das hier nicht. Wir kaufen uns stets willkommen. Dann darf man nämlich alles, wenn wir das uns leisten können. Wo ist das? Ja, jetzt bin ich wieder blind oder was?
unternehmerisch, unglaublich freundlich, unabhängig, genügsam, marktauglich, kostenlose Dienste, Herdung, wo ist denn das? Stets willkommen, alles klar, 500 bloß. Dann musst du nämlich nicht gehen. Ich setze dich wieder zurück, dann bist du nämlich... Nee, nicht aufräumen, setz das mal fort. Lebensstil gewonnen, gesellig, cool. Nein, was machst du jetzt? Kuchen backen, okay. Hendrik hat ebenfalls einen Lebensstil gewonnen. Hendrik, du machst viel zu viele Lebensstile. Guckt euch das mal an, das ist schon verbuggt hier. Kann ich da überhaupt noch draufklicken? Ja, der baut auch noch das auf. Der baut ja alles auf. Das ist ein Bug, oder? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass das echt ist, oder? Oder? Oder ist es echt? Ach ja, wir sind ja in Sims 4, da geht alles. Habe ich ganz vergessen. So, dann back mal deinen scheiß Kuchen fertig. Nee, sorry, ist kein scheiß Kuchen. Aber ich muss mich gerade ein bisschen aufregen, weil das halt ein verbuggtes Ding ist, dass wir hier nicht kochen dürfen. Dabei sind wir doch Catering und wir müssen hier kochen. Och, das kannst du doch besser, das weiß ich doch. Das haben wir doch fleißig gelevelt. Och, Alina, gib dir mal ein bisschen Mühe beim Klavierspielen. Das weiß ich, dass sie es besser kann. Bitte ess den nicht vorher auf. Gut, Tim. Stimmt, eigentlich müsste das dann da draufstehen, ob man Geburtstags-Sim ist, oder? Nö, steht noch nicht mal was. Dann puste mal deine Kerzen aus. Oder es nicht etwas wünschen. Dann ziehst du nämlich aus. Wie war das? Du ziehst doch aus, oder nicht? Ich muss noch mal kurz auf meinen Plan gucken. Sorry, aber irgendwie bin ich noch ein bisschen verplant. Ich habe nämlich so einen groben Plan gemacht, was ich mit wem machen will. Nicht wundern, dass es für euch jetzt kurz auf Pause ist. Ich bin noch weiterhin da. Tim soll... Nee, wer war denn das? Felix, nicht Tim. Oh Gott, ich muss echt mal aufpassen, dass ich die hier nicht alle verwechsel, ne? Steht da was bei dir drauf, wenigstens? Nö. Aber Felix ist das. Och, ich rede die ganze Zeit von Tim, dabei ist das Felix. Nein, was ist damit jetzt passiert? Warum kannst du den nicht auspusten? Könntest du den auspusten, wenn du willst? Ja. Warum bist du denn so verbuggt? Ah, jetzt geht's. Ach, ich dachte schon. Dann kletter da mal schön runter. Genau, unser kleptomanisches Kind. Dann zieht nämlich Felix auch schon aus. Er wird nämlich jetzt zum Teenager. Und ja, okay. Hey, du hast doch schon gepustet. Wünsch dir etwas. Komm. Komm. Puste doch einfach aus. Ernsthaft? Dann setz dich da eben drauf zum Aus... Okay. Enable free build. Nee, bb.enable free build. Ja, das ist absolut falsch ausgesprochen. Ich weiß. Habe ich extra gemacht. So, der kommt nämlich weg einmal. Die kommen alle einmal weg. Dann wirst du es ja wohl auspusten können. Ey, wenn du das jetzt nicht auspusten kannst, ich raste aus. Stopp, ich brauche ein Screenie. Einmal bitte ein Screenie. Screenie, Screenie, Screenie. Bitte Screenie, Screenshot. Klappt das heute noch? Yay! Es hat geklappt. Felix. Yay. Wow. Cool. Felix ist älter geworden. Er ist ja kleptomanisch. Sowas wie frech oder so gibt es nicht, oder? Nee, haben wir nicht, oder? Schade. Ich hätte irgendwie gerne noch was Freches dazu gehabt. Gemein. Mag keine Kinder. Wie war das? Nee, mag keine Kinder ist nicht relevant bei dir, oder? Ein einziges Kind. Nee, keine Kinder, ist blöd.
Vielleicht bist du Einzelgänger oder Bro. Ich weiß es noch nicht so. Ich bin mir gerade bei ihm ein bisschen unsicher. Wir würfeln einfach mal. Nee, das ist ein Mod. Unberechenbar? Nee. Klamotten ist auch ein Mod. Nee. Und er ist ein Genie auch ein bisschen. Passt eigentlich nicht. Oder er ist so ein... Er liebt die Natur, passt nicht. Er ist ein Hundefreund einfach, würde ich mal sagen. Mit ihm wollen wir auch erstmal weiter gar nicht das neue Pack anspielen. Mit ihm machen wir einfach andere Sachen. Und was ist er sonst noch so? Vielleicht ist er ein Koch? Nee, er ist Ort und zwar das Großstadtleben-Merkmal bekommt er. Er soll nämlich in die große Stadt ziehen. Yay, cool. Geburtstagsparty abgeschlossen. Wir haben was bekommen. Belohnung verdient. Cool, dann geh doch mal nach Hause, würde ich sagen. Nein, wir gehen jetzt mal nach Hause. Und da ist unser frisch gebackener Teenager. Geil, oder? Yay. Frisch gebackener Teenager. Du ziehst als Teenager aus und dann ist alles super. Ja, machen wir das heute noch? Nee, heute nicht. Das war's erstmal mit der Folge. Ja, wir haben super Geburtstag gefeiert, würde ich mal sagen. Tschüss. Wartet mal kurz. Ich will noch mal kurz gucken, wo sind meine anderen Häuser. Ich will euch noch kurz meine anderen Häuser zeigen. Genau, hier steht mein Old Japanese. Das ist ein Haus von mir gebaut. Das ist ein Tiny House für ein Seniorenpark. Können wir mal kurz reingucken. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Ne, so ein bisschen mit... jetzt ist mir der Name entfallen. Jahreszeiten und so. Ist ganz gemütlich. Ist vielleicht noch was für Laura und Hendrik, wenn die Senioren sind oder so. Und ja, das ist eben das Familienhaus, wie schon erzählt. Das habe ich auch gebaut. Und mehr habe ich hier sonst noch nicht in dieser Welt gebaut. Da möchte ich nochmal was machen. Also ich werde alles voll bauen. Ich bin so einer, ich möchte ganz viel bauen. Ihr seht das ja, ich mache ja täglich Let's Builds und auch täglich Let's Plays. Außer es gab ja eine Osterpause, da kam tatsächlich mal keine Let's Builds. Ich nehme das nämlich... Ja, schon sehr ernst mit YouTubern und mache sehr viele Videos. Und deswegen ist das schon... Oh nein, wir sind hier gefangen, oder? Nein, er wurde befördert, Lebensstil gewonnen. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Sorry, aber wir haben jetzt, glaube ich, 6 Lebensstile. Gut. Ja, er verdient jetzt schon fast 100 Euro bald. Gehen mal nach Hause. Er war einfach auf der Arbeit, während er gar nicht auf der Arbeit war. Voll geil, oder? Erstmal auf der Arbeit sein, während man gar nicht da ist. Ja, beim Fuck. Das möchte ich auch gehen können später dann. Das Spiel denkt, oder das Leben denkt, ich bin auf der Arbeit, aber ich bin nicht gar nicht auf der Arbeit. So, ja, das war's mit dieser Folge. Mit einer wunderschönen weiteren Let's Play-Folge. Ich bedanke mich erstmal für die 2 neuen Abonnenten, die gekommen sind. Ja, das habe ich noch gar nicht gemacht. Und ihr Lieben, bis dann erstmal. Ja, jetzt wollte ich noch mal abwarten, weil ihr jetzt einmal den Stammbaum seht. Ja, bis dann, ihr Lieben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.